Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück zu Medieval Dynasty. Ja, wir haben doch das letzte Haus fertiggestellt, beziehungsweise was heißt das letzte Haus? Uns fehlt noch ein Haus. Und wir liebäugeln ja damit, uns ein weiteres größeres Wohnhaus zu bauen. Wir brauchen noch eine weitere Hütte. Ja, es regnet, wir haben Durst. Komm, dann lass uns erstmal kurz was trinken gehen. Wir haben ja hier unser Haus, in dem wir wohnen. Das Problem ist, wir brauchen halt Schaufeln. Ja, ich würde gerne mal die Baumstämme hier wegmachen. Warum geht das nicht mehr? Früher, babam, babam, früher ging das hier mit den Fäusten. Haben sie aber gepatcht, da sind sie schlau gewesen. So, Sommer ist fast zu Ende. Das ist mir sogar eigentlich... Na, was heißt recht? Recht ist mir das nicht. Aber, was wir machen könnten... Was haben wir denn noch so zum Ernten? Wir müssen mal gucken, dass wir wieder ein bisschen zu Kohle kommen. Dann machen wir einfach mal... Oh ja, hier sind auch die ganzen... Oh ja, hier. Wir sind wieder der Meister-Zwirbler. Mit der Nippelgreiftechnik hier. Gibt's auch immer früher, wenn immer... Wie hieß es mal früher, wenn auf dem Schulhof, wenn welche kamen, dann durchs T-Shirt dann so in den Brust gezwickt haben. Das war auch so von der Fingerbewegung hier so. Das ist ja auch hier flott, flott und flink unterwegs. So. Der Zwirbler. Der Zwirbelgriff. So, die ganzen Beeren werden wir einsacken, weil das wird unser Garant sein, nicht für Lebensmittel, aber auf jeden Fall um ein bisschen, bauen mindestens 10 Gebäude. Ja, wir müssen das Gebäude noch bauen, das eine. Was haben wir denn in der letzten Folge vorgehabt? Wir haben das große Lager gebaut und wir hatten überlegt gehabt, uns noch ein Wohnhaus zu bauen, oder? Ich glaube, hier für Geld brauchen wir schon, wir müssen hier mehr, oh, wie viele Bären hier noch sind. Ich bin gespannt, wenn die ersten Leute bei uns wohnen, wie das dann wird oder was, wenn wir das noch managen müssen und dann, ob die es selber schaffen, wenn sie auf die Jagd gehen, für Lebensmittel zu sorgen und so, das wird richtig cool. Stein, jo, lauter Sachen, die ich gar nicht haben möchte. Ja, wie viele Bären sind das schon wieder? Jetzt haben wir alle ab, oder? Naja, fast. Naja, fast. Quasi keine mehr da. Bären-Schlussverkauf. Jo. Oh, wir sind krass, wir sind wieder überladen. Nur durch die Bären, das ist auch schon krass. Aber das heißt, das würde uns wieder Geld bringen. Ich bin sogar fast dafür, dass wir die traden gehen. Weil wenn wir jetzt in die nächste Jahreszeit kommen... Wir haben Sommer und wir können eigentlich die Karotten, die wir eingepflanzt haben, werden dann erst im Herbst soweit sein. Wir sind ja kurz vorm Herbst. Ein weiteres Feld werden wir nicht hinkriegen. Im Notfall leben wir einfach vom Fleisch. Würde durchaus schlimmere Winter geben, die wir schon erlebt hatten. Aber hier sind ja auch noch Bären hier auf der Seite. Ja, was wir auch machen können, ich hatte eben noch überlegt, ob wir in das Lagerhaus wieder einfach die Baumstämme reinschmeißen. Brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja Kisten in dem Lagerhaus auch. Wir können einfach mal hingehen, auch mal ein paar Loks innen drin lagern einfach. So, ey, ganz ehrlich, was haben wir jetzt? 500 Bären bestimmt im Inventar, oder? 562, krass. Okay, wir sind überladen. Wir sind brutal überladen. Wir können Stroh weglegen. Oh gut, das ist halt... Das Problem ist, die 28 Kilo Bären, die wir einstecken haben. Och, ich bin wieder müde von der Arbeit. Sollen wir ein paar Bären einlagern? Eigentlich will ich sie verkaufen gehen. Das Problem ist nur, kriegen wir das Gewicht irgendwie reduziert. Wir brauchen ja auch Dünger. Aber wir kriegen heute eh nichts mehr angebaut. La 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 la. So, was packen wir denn in unsere Truhe rein? Die, ganz ehrlich, die Truhe hat auch nur 50 Kilo Inventar. Wir können die Sense reintun, die ist schwer. Die Winterklamotten, die haben wir eh nicht mehr dabei. Breitwegerisch rüber. Den Dünger auch komplett rüber. Das weiß ich nicht, wofür wir es brauchen. Die Federn.
zack, zack, zack. Leder will ich verkaufen, wobei auch das sollten wir einlagern. Oh, ich habe glaube ich... Ja, ich habe falsch gedrückt. So. Okay, die Rundhölzer. Wir sind jetzt immer noch leicht überladen. Strom muss ja auf jeden Fall auch weg. Nicht genug Platz. Okay, jetzt sind wir fast so weit. Mein Geist hat die Tür aufgemacht, ne? Wir legen doch gerade hier neben in die andere Hütte noch ein bisschen was rein. Die Näherhütte wollten wir bauen, das war es gewesen. So, jetzt haben wir hier Pelze, Stöcke und sowas drin. Dann passt ja, dass wir das hier alles reintun. So, zack. Wieder. Genau andersrum. So rum wollte ich es doch gar nicht. So, jetzt passt es wieder. Komm, dann rennen wir gerade nochmal ins Dorf. Bräuchten eigentlich Nahrung. Gut, können noch ein paar Bären futtern im Notfall. Das ist wieder der Vorteil, dass es halt doch dann doch nah ist. Hier, komm, jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Nimm noch mehr Bären mit. Aber schon cool, wie die Pflanzen aussehen und oh. Stöcke eingesammelt, die wollte ich gar nicht haben. Wir sollten auch ein bisschen wegerisch noch einen sacken, weil wir haben, glaube ich, eben nur einen eingelagert. Aber sonst haben wir keinen. Wobei im Herbst gibt es den auch noch, oder? Gibt es den im Herbst nicht mehr? Das ist nicht ein Ganzjahresgewächs. Ahornzweige, die will ich nicht. Ah, hier kommen. Ah, cool. Dann bin ich schon wieder überladen. Ja, komm, nimm mit. So, jetzt rein ins Dorf. Ach, das ist ja noch gar nicht das Dorf. Das ist ja unsere Hütte noch, die andere. Und B, hier kommen jetzt noch mal ein paar Bärenbüsche. Wissen welche? So, was hier? Einlagern? Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ich meine, wir haben es jetzt nicht so weit. Ah, immer wieder dieser weite Weg. Alter, ich finde die Musik so geil. Oh, wir haben auch ein Quest hier. Wussten wir gar nicht. Wer will handeln gehen? Will ich diese Frau wiedersehen? Ja, Gus, lieber, zeig mal deine Ware. Ich hab super Bären dabei. Boah, schaut mal. Boah, balabau. Ich werde jetzt gehen, auf Wiedersehen. Wer? Du? Nein. Wer ist ein Questikus? Weil jetzt abends noch ein Quest mit ihm machen? Was hast du? Waldemar, was ist los? Ja, nicht, hallo. Kann ich dir etwas helfen? In letzter Zeit wurden nachts in der Nähe unseres Dorfes viele gefährliche Tiere gesichtet und unsere Leute werden immer ängstlicher. Okay, weiter. Sag, wärst du bereit, einige von ihnen für uns zu vertreiben? Es waren einige Münzen auf dich, wenn du was machst. Nicht geil, wir müssen jetzt in der Nacht jagen, auch, oder was? Wildtiere belästigen nachts. Warte auf den nächsten Abend. Oh cool, da gibt es ja auch Pfeile für. Ja. Ja, machen wir. Aber. Oh. Wir haben Hunger natürlich auch. Habt ihr eben richtig gesehen? Hat einer hier einen auf Spider-Man gemacht? Hat die irgendwas Günstiges zu essen? Die hat kein fertiges Essen. Wir haben Hunger. Roberta, was sagst du dazu? Da oben gibt es Dünger nur, oder? Wir brauchen Nahrung. Und vor allem brauchen wir noch was anderes. Bam. Weh, du bist jetzt so teuer hier. Was hast du denn Gutes? Oh, cool. Sie bietet auch Bären an. Bärenbrei. Brei gibt 20 Lebensmittel. 30. Aber ganz ehrlich, warum sollte man das kaufen?
Es gibt 30 Lebensmittel. Der Brei hat 20 und kostet aber weniger als die Hälfte. Eintopf ist auch teuer. Fladenbrot. 40 Lebensmittel. Das kaufen wir. Nehmen wir essen Fladenbrot. Eins, bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, wo ist das Fladenbrot? Das pfeffer ich mir direkt mal rein. Bam, bam. Okay, jetzt kann die Nacht kommen. Jetzt müssen wir uns nur noch... Wir brauchen Wurfsperre für die Nacht. Ich habe ein bisschen Angst vor der nächsten Nacht, wenn ich ehrlich bin. Wobei, brauche ich überhaupt so viele? Komm. Oh, tut mir leid, dass es jetzt im Dorf gelandet ist, der Baum. Zack. Mit dem Axthieb des Odysseus. Ich dachte gerade eben. Ja, Entschuldigung, ich hoffe, dass innen drin niemandem was passiert. Hallo. Pfeile. Dann bauen wir uns mal 7 Pfeile. Müssen wir mal gucken, wie spät wir dann haben. Dann schauen wir sonst noch, was für ein Quest wir haben. Wir müssen halt noch ein weiteres Gebäude bauen. Ich würde sagen, da bauen wir das Gebäude des Webers. So, zack. Was sagt denn die Uhr? 14.30 Uhr, das heißt, wir haben noch den ganzen Tag vor uns. Sperre sind auf der 3, das ist gut. Wir haben Samen daneben noch. Wir haben Fleisch. Ganz ehrlich, passt mal auf, wir haben auch noch eine Hütte hier. Wir braten uns jetzt gerade mal ein bisschen Fleisch. Bevor es schlecht wird oder so. Muss ja nicht sein, da können wir noch ein paar Beeren einsammeln. Das war doch die Hütte gewesen, oder? So. Nee. Gebratenes Fleisch. So, dann braten wir. Sieht ganz lecker aus eigentlich, gell? Ist nicht zu fettig, ist zwar so ein bisschen Fettes drin, aber ist gut durchwachsen. So ein Steak hätte ich jetzt auch irgendwie Lust drauf. Vor allem treiben wir unser Kochskill ein bisschen hoch. Was arbeitet hier schon, die 12 Dinger zu machen? Dafür brauchen wir wieder Mitarbeiter. Mitarbeiter, das ist so geil. Ein Steak gibt immer weniger. Eigentlich halt, es muss halt mit Karotten oder so gekocht werden. Oder ich hätte halt gerne dieses Zwiebelgulasch gemacht. Wie sieht es denn aus? Was gibt denn das jetzt eigentlich? Gebratenes Fleisch gibt jeweils 6. Jo, so ist okay, komm. Was haben wir noch? Irgendetwas, was wir hier machen könnten? Gibt es noch weitere Beeren? Berry Bushes. Haben wir noch welche irgendwo? Oh. Was stehst denn du hier oben alleine? Ist alles okay? Ich hätte auch schon ein bisschen Zustimmung. Ja, wenn Sie ganz ehrlich waren, lass mal gerade mal schauen hier. Okay, Sebora ist ein... Ja, Jaromira. Verfügst du über Zauberkräfte? War ist auch ganz nett, gell? Entschuldigung, aber ich bin verhalten. Oh. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Letzter Zeit klatsch und dran. Okay, das ist nicht so gut. Ich möchte etwas sagen, schöne Frau. Aber ich bin verheiratet. Ich habe noch nie probiert, eine Waffe gegen einen Menschen einzusetzen hier im Spiel. Ich würde mir ja an den Fingern jucken, das mal zu probieren. Oh, hier Bärenbüsche. Unser Garant zum Erfolg. Das ist auch geil im Spiel, dass man ja durch die Arbeit schmutzig wird, ja. Und wir wissen bis jetzt ja noch nicht, wie sich das auswirkt. Schreibt es mal in die Kommentare. Was ich mir jetzt halt vorstellen kann,
ist, wenn man Gespräche führt, dass es öfter mal irgendwie halt negative Auswirkungen auf die Stimmung, Zustimmung und sowas gibt, weil man halt als echt, man kommt da an wie so ein richtig stinkender Iltis oder sowas. Wer kennt es nicht, selbst nach einem Umzug oder so, oder getaner, harter Gartenarbeit oder nachdem man eine Grube gegraben hat oder so. Ja, wann gräbt man denn mal Gruben? Ja, ich weiß, aber wenn man richtig losgelegt hat und geschuftet hat bis zum Abwinken und so einen richtigen schönen Moschusduft aufgelegt hat, dann weiß man Bescheid, dass es halt nicht so optimal ist, ein Gespräch dann zu führen oder so. Weil ich bin ja auch, ich bin selbst auch so, zum Beispiel, ich bin ein gepflegter Mensch, aber so, wenn ich jetzt hingehe, und das hier, ich dachte, das wäre ein Pilz oder so, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich habe jetzt was gearbeitet, ja, irgendwie, keine Ahnung, Gartenarbeit oder so, und ich gehe dann irgendwo einkaufen, weil ich noch was holen muss, und wenn ich dann so selber schon merke, irgendwie gerade man legt so die Arme hinten, die Hände in den Nacken und streckt sich mal und denkt auf einmal so, ich bin hier irgendwie stark am Müffeln oder so. Und dann ist es natürlich nicht so geil. Und dann denkt man sich halt so, ja, besser man geht jetzt den Leuten nicht zu nahe. Gibt es noch weitere Bärenbücher? Da hinten ist wild. Die Frage ist jetzt halt sowieso, was finden wir denn in der nächsten Nacht an Tieren? Warum? Warum dieses Mal? Bist du müde? Boah, so ein Nackentreffer durch die Wirbelsäule durch. Komm, schadet nicht auch mal hier gerade ein bisschen zu jagen. Auch wenn das jetzt nicht unser Ziel ist für die Nacht. Haben wir genug Speere? Wir haben 8 Speere, 9 Speere. Jo, sollte reichen, oder? Haben wir noch etwas, was haben wir? 16, 17 Uhr? Map. Blöd ist, dass wir hier keinen Quest haben. Hier oben, das schaffen wir niemals. Schaffen wir, speichern mal. Wir müssen ja bis zur nächsten Nacht warten. Die Frage ist, wann ist Nacht? Wann ist Nacht? Schaffen wir das bis da oben? Das schaffen wir doch nicht, oder? Map, 17 Uhr. Ey, komm, wir versuchen es mal. Wir pesen mal da hoch. Und gucken, was... Wobei, komm, ganz ehrlich, das machen wir nicht. Nee. Wir gehen hin, wir bauen unsere Jagdhütte. Weil wenn ich jetzt da hochrenne, dann komme ich da an und kriege einen Quest irgendwie, sammel mal 3-mal Kaninchenfell oder sowas. Und das kriegen wir gar nicht mehr bewältigt über Nacht jetzt. Oder was heißt über Nacht? Wir haben ja eine Mission hier bei Nacht. Und hier ist unser Zuhause. Hier müssen wir arbeiten. Hier werden wir gebraucht. Hier sind wir der Held und der Beschützer, der in den Fußstapfen des Großvaters geraten ist. Na, ich weiß, das war ein Onkel eigentlich gewesen. Und ja, wollen wir in die Fußstapfen von dem Onkel? Der Onkel hat ein gutes Geschäftchen gemacht, aber wollen wir das? Ich glaube, wir wollen eher hingehen und selber richtig durchstarten. Nicht so wie unser Onkel. Der Onkel hat, wir nennen uns dran. Schaut nochmal Folge 1. Man sieht es am Anfang. Bärenbüsche? Abgeerntet oder das hier? Krass. Unser Onkel hat es nicht weit gebracht. Er war beliebt, natürlich. Aber er hat ein ganz kleines Geldbeutelchen in dem Intro in der Hand gehabt. Ja, und es wurde so verkauft, als ob er da mordsmäßig den Reibach gemacht hatte. Hat er aber nicht. Nein. Sind das die Bärenbüsche, in denen wir vorhin waren? Nö, waren wir nicht, oder? Die sind noch viel zu voll dafür. Ganz ehrlich, wenn wir da jetzt wieder mal 500-600 Bären einsacken, dann würde das bedeuten, dass wir nochmal 600 Kohle machen. Und der nächste Sommer, dann können wir sogar unsere Schulden wieder begleichen. Und auch vielleicht reicht es dann mal auch gescheite Art und Weise für ein bisschen Dünger. Ich habe mal einen interessanten Bericht gesehen, ich glaube Galileo war es gewesen, wo es darum ging, wegen Bakterien im Mittelalter, ja, wenn wir jetzt eine Zeitreise machen könnten und plötzlich du oder ich oder wir würden ins Mittelalter zurückreisen und haben auf einmal mit der Luft, den Bakterien des Mittelalters zu tun, das würde uns richtig hart zusetzen,
könnte sogar sein, dass wir innerhalb von ein paar Tagen daran sterben würden, weil unser Immunsystem ist natürlich klar, hat schon gute Immunitäten, auch gerade dadurch, dass wir auch geimpft sind und was nicht alles. Aber es ist halt trotzdem nicht so, dass wir auch dann so eine Pest oder sowas überstehen würden. Klar, ich denke mir immer so, ich weiß nicht, habt ihr auch mal diesen Gedanken gehabt, wenn man in der Zeit zurückreisen könnte und wir haben das Wissen von heute, ja, dann könnten wir ja verschiedene Sachen machen, zum Beispiel Schwarzpulver herstellen oder sowas. Die Frage ist nur, man denkt sich so, man hat das Wissen von heute. Aber überlegt euch mal, wie müsstet ihr denn was machen, um was herzustellen? Das ist ja gar nicht so einfach. Klar weiß man, wie ein Computer funktioniert oder ein Prozessoraufbau. Aber den könntest du im Mittelalter gar nicht bauen. Da fängt es ja dann an, ja. Es wird gerade dunkel. Dann können wir vielleicht gerade noch die Bären verkaufen. Wir müssen eh wieder runter ins Dorf. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass da ganz krasse Wölfe angreifen. Weil die können schon ein Problem darstellen. Weil krass sind das viele Bären. Aber Leute, also, die können wir gar nicht tragen. Ich weiß nicht, oh, du trägst zu viel. Okay, jetzt tragen wir zu viel. Pass auf, dann gehen wir mal hin und essen ein bisschen was. Okay, jetzt sind wir nicht mehr überladen. Wo ist die Stadt? Oh, unser Feuer brennt da drin noch. Mal ausmachen. Warum brennt er noch? Warum brennt... ja gut, brenn halt weiter. Warum brennt du noch? Wie so ein kleines Kind so. Warum brennt du noch? Ich würde sagen, sie hat doch Bären hier angeboten. Was geht mit dir ab, Edwin? Alles klar. Nein, nein. Na gut. Hi. Hallo. Alter, 41. Zeig mir deine Waren. Freudenhaus. Zack, zack. Und... Babam. Wir haben fast 1000. Was haben die? Kirschen und so. Pflaumen. Salz. Die haben schon geile Sachen hier. Was richtig... Krass, eine Suppe ist richtig teuer, gell? Warum ist das so teuer? Ist das irgendwie hier gerade so Saisonware oder was? Warum ist das so? Was ist mit dir los? Ey, macht mal halblang, ja, wenn ich hier bin. Ach, der gute alte Rasimir ist ja mein Freund. Wie geht's dir? Schönes Wetter haben wir, oder? Ja, es ist ziemlich warm, das gefällt mir. Wie ist die Arbeit? Meine Zustimmung. Nochmal irgendwas über die Feldarbeit erzählen, ne? Nee, tut mir leid, ich habe im Moment keine Zeit. Was für nutzlose Gespräche. Ich gebe dir gleich nutzlose Gespräche. Wir speichern mal. Wir wissen nicht, was die Nacht bringt. Warte auf den nächsten Abend. Ah gut, Abend haben wir doch. Was steht denn da im Joblog drin? Wildtiere belästigen nachts ein nahegelegenes Dorf. Ich sollte mich um sie kümmern. Aber wieso ein nahegelegenes Dorf? Nicht, dass wir jetzt auf einmal uns um ein anderes Dorf kümmern müssen. Aber auch du hast gerade. Zur Musik hat er eben sich bewegt. Was bringt denn der Flachs eigentlich? Flachshalm? Ich habe von Leinengarn. Ach, fürs Spinnrad, cool. Trinklauf 4x4, einfache Tasche. Wird jetzt gehen, auf Wiedersehen. Gehen wir gerade schnell trinken. Hey, wir haben 1000 Goldmünzen. Überlegt mal, was man 1000 Goldmünzen, da kannst du wahrscheinlich dein Leben lang im Mittelalter von leben oder so. Wir patrouillieren jetzt mal. Ab wann gehen die Leute schlafen? Können wir noch ein bisschen was einsammeln? Ach cool, die ganzen Tiere haben sie innen drin schlafen gelegt. Das ist auch geil. Was ist hier drin? Was? 14 Jagd, Wildschwein, Wolf, Bär, Wildschwein. Nichts drin. Okay. Und wo denn?
14.00. Sicher, dass du hier draußen stehen willst, wenn es hier so gefährlich ist? Du bist voll erschrocken. Schönes Wetter haben wir heute, oder? Ja, es ist ziemlich warm, das gefällt mir. Klatschen Tratsch, hast du den Adligen gesehen? Ja, vergiss es. So, tschüss. Und wo sind jetzt die Tiere? Passt mal auf, wir gucken jetzt mal gerade in den Joblog rein. Wird hier am besten nachts ein nahegelegenes Dorf? Ich sollte mich drum kümmern. Es ist halt wirklich die Frage, kommen jetzt Tiere hier runter? Oder müssen wir einfach in der Gegend irgendwelche suchen? Wir gehen jetzt mal selber auf die Jagd. Wildschwein, Wolf, Bär. Wer ist Wildschwein? Wolf, Bär, Wildschwein. Ist einmal ein Wildschwein zu viel, oder? Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt mal erwartet, dass dann wenigstens die Tiere jetzt dann hier spawnen würden auch. Wildschwein, Wolf, Bär, Wildschwein, ey, das ist richtig hart. Soll ich jetzt hier oben in die Wälder gehen oder nicht? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir haben ja gespeichert. Wildschwein, Wolf, Bär, Wildschwein. Ey, ganz ehrlich, das schaffen wir nicht. Mit etwas Glück finden wir irgendwo hier mal Wildschweine. Aber Wölfe sind keine hier in der Gegend. Gut, 6 Stück geht eigentlich noch, weil wenn wenigstens Wildschweine mal hier wären. Jetzt wieder Wald fast zu Ende. Boah. Kannst du fast vergessen, so auf der Pirsch zu sein. Oh. Wir machen mal ein neues Safe Game, da ist ein Wolf da oben. Komm her, komm her. Okay, hat gezählt auf jeden Fall der Kill. So, da oben ist noch unser Speer sein. Ich hoffe mal, wo ein Wolf ist. Oh, da hinten war schon. Warum rennst du denn weg? Der Wolfsruf eigentlich wirklich weitere Wölfe angelockt, ist es so? Lockt es Wölfe an? Auch in echt jetzt? Ich meine, klar, die rufen. Oh, das ist das nächste Tier. Nächster Wolf, geil. Das finde ich aber gut. Ausdauer gerade mal ein bisschen erholen. Ich sehe nichts. Wo ist denn der? Okay, jetzt sind wir schon bei 3 Kills. Die Hälfte haben wir erledigt. Wo sind wir denn hier gerade? Da oben an den Bergen. Wenn wir eine Sperre wieder haben.
Wenn wir jetzt auf Wildschweine treffen würden. Ich schaue jetzt mal über das letzte Safe Game nochmal drüber. Ich weiß nicht, wie lang die Folge. Habe ich es überspeichert? 1 Uhr, jo. Stimmt. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir einen Break und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich drauf auf die weitere Jagd. Also macht's gut, bis dann. Ciao.